Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es euch schon lange gewünscht, Bordcomputer nachrüsten. Wenn ihr nichts in der Mittelkonsole habt, außer die Uhr, da braucht ihr natürlich für den Bordcomputer alles. Ihr braucht beide Kabelbäume, den schwarzen und den weißen. Wir haben jetzt hier einen blauen Stecker drauf, geht aber optimal hier rein in den weißen. Nur mal für euch, dass ihr das wisst, passt rein. Ihr müsst nur von dem blauen Stecker hier oben zwei Nasen wegzwicken, dann passt ihr da rein. Weil die weißen Stecker sind immer so rar. Und was brauchen wir jetzt dafür? Wie gesagt, die zwei Kabelbäume, den Außentemperatursensor, den Gong mit dem Verbindungskabel für die Stromversorgung, den Bordcomputer selber und den Blinkerhebel braucht man dazu. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, das Kabel zu verlegen. Und zuerst ziehe ich die Kabel bis in die Mittelkonsole rein und dann gehen wir jeweils an die Enden ran, wo wir es verkabeln müssen. Ich würde sagen, legen wir los, oder? Die Kabel ziehe ich mir jetzt einfach hier an der Seite an dem Originalkabelbaum von der Dings mit lang. Müssen mal das Fach hier rausnehmen. Zack. Und du kannst die Kabel mal entgegennehmen, wenn du sie siehst. Oder die Stecker. Ja, so viel reicht, wenn es dir rausschauen lässt. So, wir machen erstmal den weißen, dass wir uns da nicht hier komplett verirren. Wir haben jetzt hier dieses Kabel, hier geht hoch zum Tacho. Das ist euer Verbrauchssignal. Das ist ein weißes Kabel. Im echten ist es ein grau-weißes Kabel. Das legen wir uns jetzt hier hinten dann entlang. Ich nehme jetzt hier mal den Kabelkanal raus. Müssen wir uns dann irgendwie ein wenig so da hinten lang verlegen, dass wir dann oben rauskommen. Aber wir haben jetzt oben hier frei. Kann ich hier oben mal durchlangen. Das ziehen wir uns dann jetzt hier oben raus. Wichtig ist bei sowas immer einen Schaltplan vor Augen zu haben. Ich habe den jetzt hier dabei. Tacho. Das war weißer Stecker. Muss ich jetzt gerade selber mal gucken, weil wie lange ist jetzt her, Bordcomputer nachrüsten? Beim 323 sitzt er. Ne, beim Charlie habe ich es letztes Mal gemacht. 4 Jahre. Ja, 4 Jahre ist es jetzt her. Muss jetzt mal kurz gucken, wo ich das Kabel anklemmen muss. Oder man guckt hier in die Legende rein. Das ist jetzt das Tachosignal, weißer Stecker. Kombi, Verbrauchs-, nee, Tankinhalt. Blauer Stecker, Pin 10. Hier, blauer Stecker, Pin 10, muss das Kabel hier rein. Und mal schauen, ob man das sieht. Pin 10 ist hier neben dem. So, das steckt drin. Das lassen wir aber offen, weil wir müssen da eh noch mal gleich ran. Nächstes Kabel. Das ist jetzt hier euer Kabel für den Blinkerhebel. Das muss jetzt hier, wenn ihr das jetzt nachrüstet, an dem Stecker ran. Dann müsst ihr den hier oben am Lenkstock ausbauen. Ich zeige es euch mal, wie das geht. Ihr müsst hier die beiden Klammern öffnen, den Stecker rausnehmen und hier in diesen leeren freien Steckplatz Pin Blinkerhebel, weißer Stecker, Pin 10, also hier einer von denen hier, Pin 10, muss das Kabel dann sozusagen so eingepinnt werden. Genau, das muss ich aber noch einen Stecker anlöten, weil da hat man keinen da. Also das kommt dann so rein. Das machen wir jetzt aber erstmal wieder dahin. Ich mache jetzt erstmal die Kammverbinder fertig. So, das lege ich mal hier rüber und dann geht es gleich weiter. So, jetzt haben wir das Kabel runtergezogen. Wir haben einen weißen Stecker jetzt auf jeden Fall in der Masse. Die kommt in die Masse. Kammverbinder. Das hier ist euer Verbrauchssignal. Das ist das weiß-schwarze. Wir haben eine Dauer Plus. Das ist ein
rot-gelbes und die beiden Diagnoseleitungen. Einmal ein weiß-gelbes und ein weiß-lilanes. So, bei der Limo habt ihr für die Verbrauchsanzeige oben im Tacho das Kabel schon im Motorraum ja liegen und BMW hat hier zwei Schlaufen gelegt, weil da kann man sich jetzt dann hier noch Sachen abgreifen und für den Verbrauch brauchen wir diese Schlaufe hier. Die hier kann man nämlich durchtrennen jetzt halt mit unserer Zange. Da durchtrennen wir die jetzt hier. Ja, so. Zack, und jetzt bauen wir uns da jetzt einen Kammverbinder selber. Das heißt, wir löten uns da jetzt ein paar Kammverbinder auf. Und dann haben wir unser Verbrauchssignal. Das kommt ja hier das vom Tacho. Das machen wir jetzt ganz einfach. Das Signal legen wir jetzt einfach hier drauf. Problem ist, die haben das ganz schön kurz gelassen, das Kabel an sich. Aber das kriegen wir schon hin. Wir löten es einfach hier zusammen und fertig. Wir haben es jetzt angelötet, die drei Kabel, also die Kammverbinder. Das Kabel. Und da, wo der gelbe Isobandstöpsel, keine Ahnung, drauf ist, die beiden waren ja zusammen. Die haben wir jetzt sozusagen einen Kammverbinder drauf und jetzt können wir die zusammen erstmal stecken. Jetzt werden die wieder verbunden. Das wäre jetzt im Endeffekt die Verbrauchsanzeige für euer Tacho. Und das kommende Kabel hier, das ist ja das vom Bordcomputer, das können wir jetzt hier mit ranstecken. Und somit hätten wir jetzt einen Kammverbinder vom Bordcomputer zum Motorsteuergerät, zum Tacho hoch, zum Verbrauch. Da stecken wir jetzt hier das Teil da drauf. Ne? Ach, geht nicht weiter rein, das müssen wir sowieso noch ein bisschen isolieren. Jetzt können wir das hier uns nehmen, hier so ein bisschen reinlegen. Und dann hier in den Kammverbinder mit reinstecken. Ne? So, das ist jetzt dann drin. Kabel mache ich dann alle ordentlich. Jetzt haben wir hier noch die Masse. Masse haben wir hier hinten. Ich hole das mal kurz raus, dann kriegen wir das besser raus. Masse ist hier. Nehmen wir uns jetzt das Kabel von der Masse. Legen es uns hier oben durch den Kammverbinder. Erstmal durch den Kabelbinder. Zack. Stecken es uns jetzt hier in den freien Massesteckplatz rein. Zack. Zack. Das ist noch nicht verriegelt. Jetzt hat. So, Masse ist drin. Stecken wir das wieder rein. So, das ziehen wir dann alles wegen ordentlich. Jetzt die Plusleitung ziehen wir uns dann oben noch rein. Machen wir dann auch genauso. Zack. Zack. So. Bei der Plusleitung haben wir jetzt bloß keinen freien Steckplatz mehr. Den ziehen wir uns jetzt raus. Pinnen den ganzen Kammverbinder aus. Ne? Weil wir ja keinen freien mehr haben. Zack. So. So, jetzt pinnen wir den ganzen aus. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Wir nehmen uns einen größeren. Ich glaube, der nächstgrößere ist das 7er. Zack. 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 Dann haben wir immer noch welche frei für spätere Nachrüstungen. Das würde ich euch empfehlen. Steckt dann größer rein als er braucht. Dann habt ihr immer noch fürs nächste Nachrüsten Platz. Hier können wir jetzt noch drei was neu stecken. Das nächste Mal. So. Das wäre jetzt Dauerplus. Da müssen wir jetzt dann den Kammverbinder etwas umsortieren. Und jetzt haben wir noch die Diagnose. Das wären die zwei hier. Da steckt schon ein Pin drin. Brauchen wir aber jetzt gleich nicht. Dann tun wir raus. Diagnose ist jetzt das hier. Da haben wir hier noch ein frei. Den stecken wir mal rein da. Zack. Den hier pinne ich mal da aus.
Kannst du das einfach so an die Diagnoseleitung anstecken? Ja. Okay. Warum? Ja, keine Ahnung, ich dachte zum Auslesen braucht das irgendwie. Das ist kein CAN-Bus. Kein CAN-Bus. Ja, schon, ich dachte trotzdem, das braucht irgendein bestimmtes Signal zum Auslesen. Mhm. So, dann haben wir hier noch die ADS-Leitung, die weiß-gelbe. Da ist auch noch einer frei. Stecken wir dann da rein. Zack. Der ist verriegelt. So, der Kampfverbinder, den mache ich gleich ordentlich. Jetzt haben wir am weißen Stecker hier noch die Kabelschichte für die EWS. Die ziehen wir uns jetzt hier unten durch. Ich zeige es euch mal. Also hier an der Seite gehen wir durch. Unterm Wärmetauscher rüber. Noch sehe ich nichts. Kann auch sein, dass es sich irgendwo verschlichen hat. Muss man da unten reinfassen, wo Platz ist. Versuche ich gerade, aber du hast die kleineren Hände, sage ich mal. Meine Hände sind zu fett für da unten. So. Das Kabel muss jetzt. Ah, da schau, da ist es doch schon. Hä? Ja, so. Jetzt nehmen wir das Kabel in die EWS-Pinnen, in das hier. Ich gehe jetzt mal mit dem Kabel oben rein, irgendwie hinterm Kabelbaum entlang. Lass mal so ein bisschen schön verlegen hier. Nach hier vorne. So, das müssen wir alles nochmal mit Kabelbinder fixieren. Jetzt holen wir uns mal das EWS-Steuergerät raus. Also zumindest den Pin. Entriegeln den, stecken hier mal einen Schraubenzieher rein. Zack, entriegelt. Pin 15 ist der hier hinten. Pin 15. So, jetzt ist er wieder drin. So, EWS wieder drauf. Zack. Machen wir dann alles schön hübsch. Weiße Stecker ist jetzt soweit verlegt. Ich will jetzt sagen, geht gleich weiter an den schwarzen. Der schwarze ist eigentlich jetzt genauso. Der muss jetzt auch einmal da durch. Dann muss der Temperaturfühler nach draußen und noch zwei Kabel, am Tacho, glaube ich, zwei waren das noch. Oder eins. Das ist jetzt, genau, so, jetzt haben wir hier den Außentemperaturfühler. Der muss jetzt nach draußen. Ich zeige es euch mal. Der muss jetzt hier oben. Irgendwie, ich tue mal hinter den Kabelbaum so. Oh. Was denn? Das war das letzte Mal schon mit den Kabeln schwierig. Ja, ja, das geht schon. So, da ist irgendwo die Öffnung, weil wir haben den ja schon offen, den Sicherungskasten. Das wird jetzt so nochmal Nummer. Ah, nee, da ist genug Platz. Da ist genug Platz. So, da haben wir ihn doch. So, der muss jetzt erstmal ziemlich weit raus. Da unten muss er dann her. Ganz da unten ist euer der Lüftungskanal hier vorne. Der, was hier drin ist, der hat die Öffnung dafür. Da werden wir jetzt aber so nicht hinkommen. Da du ja eh im Paket nachrüsten willst, brauchen wir den jetzt erstmal gar nicht nach unten verlegen. Ne? So, wir machen den jetzt erstmal hier fest. Ne? Lassen den erstmal da liegen. Also nicht da direkt. So, Kabel ist jetzt verlegt. Jetzt müssen wir noch zwei Kabel in den Sicherungskasten ziehen. Das wäre einmal die Anlasserleitung und die Zündungsleitung auf Zündungsstufe 2. Machen wir jetzt die Kabel, die zwei hier, müssen raus. Ich ziehe die mal durch und dann sehen wir uns gleich da vorne. Da haben wir die zwei Kabel. Das muss ich jetzt mal kurz da drin suchen. Das ist das Anlasserkabel, das schwarz-grüne. Das muss jetzt hier mit drauf, da dürfen wir aber den kleinen Kampfverbinder groß machen. Zack. Wie viel brauchen wir? Vier. Hm. Mehr geht dann aber gar nicht mehr bei den Anlasserkabel, glaube ich. So, zack. Zack. Der gibt dann erstes Signal frei fürs Code-Ding, oder? Oder ist das, ich glaube, anderes? Ja, das hat damit was zu tun, stimmt. So.
So. Das ist jetzt fertig. Das schwarz-grüne. Das können wir jetzt hier in dem Sicherungskasten wieder verschwinden lassen. Jetzt haben wir noch eine Zündungsstufe 2. Da ist sogar noch einer frei. Den können wir jetzt mit da reinpinnen. So. Der ist auch drin. Jetzt sind wir im Sicherungskasten soweit fertig. Jetzt machen wir die restlichen Kabel im Innenraum. So, wir haben jetzt am schwarzen Kabel noch die Zündung, das Geschwindigkeitssignal, Beleuchtung. So, das pinnen wir uns jetzt erstmal hier ein. Die Zündung ist natürlich hier unser lila-weißes. Ne? Das Schöne ist, da ist noch eine frei. Ne? Das pinnen wir uns jetzt da ein. Quatsch, da ist gar nichts mehr frei. Ah, hier. Doch noch eine frei. Haben wir Glück gehabt. Ne? So. Das noch zum lila-weißen. Das ist lila-gelb. Ach, Sixer, könnte ich was dazu sagen? Lila-weiß ist vor Facelift und lila-gelb ist Facelift. Hier haben wir ein Twitter-Modell. Da haben die schon geändert, die Farben. Aber wie gesagt, das ist beides dasselbe. Geht alles vom selben Kampfverbinder, von Sicherungshalter weg. Aber haben es jetzt damit neu. Also lila-weiß oder lila-gelb ist dasselbe. Ne? So, jetzt haben wir hier noch ein Geschwindigkeitssignal. Das ist schwarz-weiß. Also hier, das da. Da sind aber alle voll. Da muss ich einen neuen Kampfverbinder reinsetzen. Das mache ich gleich. Also hier in diesen hier. Ach, komm. Also der ist voll. Da muss jetzt das Kabel mit dazu. So. Jetzt habe ich mal hier alle da rein. Alle schwarz-weißen. Verwechselt es nicht mit dem weiß-schwarzen, ne? Jetzt sieht es hier aus wie Kraut und Rüben, aber das machen wir jetzt dann schon noch ordentlich. Jetzt müssen wir noch eins verlegen, das ist die Beleuchtung. Das ist hier dieses grau-schwarze. Kommt jetzt das Kabel da noch rein. So, zack. Jetzt haben wir alle eingepinnt, auch das ist jetzt hier der Verbrauchsdings. Oh, jetzt ist alles eingepinnt, was strommäßig angeht. Jetzt haben wir hier noch vom Sensor vorne die Masse. Die müsste eigentlich rüber zur Beifahrerseite, aber ich pinne das jetzt einfach hier mit ein, ne? Weil das ist eigentlich, denke ich, besser. Weil wir müssen die Masse zwar trotzdem vergrößern, weil wir nämlich ja noch den Gong verlegen müssen. Dann machen wir jetzt hier mal einen größeren drauf, weil Masse kommt sowieso noch ein bisschen was zusammen. So. Da legen wir jetzt noch die Masse vom Außentemperatursensor mit drauf. Dann kommt da ein Deckel wieder drauf vom Kampfverbinder. Das ist sowas hier. So. Jetzt haben wir das schon mal. Machen wir gleich ordentlich. Kampfverbindertechnisch ist alles drin. Wir haben jetzt hier noch dieses Dimmer-Signal vom Bordcomputer runtergehend. Das muss jetzt am blauen Stecker hier vom Tacho in Pin 24. Das hier ist ganz außen 25 und das vorletzte ist dann 24. Das kann man aber dann, wie gesagt, sich, ja, steht ja drauf. So, das wäre jetzt eigentlich erstmal alles. Jetzt haben wir hier noch unseren Gong. Der Gong hier, der hat ja hier eine Stromversorgung. Plus, minus ist klar. Und das Kabel hier vom Pin 3, nee, warte mal, Pin 2 ist das in der Mitte, muss hoch zum Tacho gezogen werden. Das ziehe ich hier mal eben raus. Das ist auf dem blauen Stecker. Müsste das Pin 9 sein? Ich hoffe, der ist hier frei. Pin 9, ja, der ist hier frei. Zack. Das hätten wir jetzt dann alles dann da schon mal eingepinnt. Jetzt können wir den Stecker hier drauf machen. Ne? So.
Und jetzt haben wir hier noch vom Gong das Pluskabel. Verlegt das gleich mal alles irgendwie so oben rüber. Ne? Nehmen wir hier so lang. Hier so ist hier so. Müssen wir echt alles hier ordentlich mit dem Kabelbinder festmachen. Das sieht sonst hier aus wie Kraut und Rüben, das sage ich dir. So, das wollen wir nach oben halten hier. So. Jetzt muss jetzt hier rüber, da runter und hierher. Masse habe ich gerade schon in der Hand gehabt. Ich muss jetzt erstmal hier durch. Das hätten wir mit den anderen Kabeln auch machen sollen. Und dann machen wir den Kabelbinder auf, machen neuen raus. Das ist vernünftiger. So. Du kannst den ersten neuen Kabelbinder rumziehen, ja, und dann den anderen öffnen. Eben. So. Tun wir das hier da rein. Das ist die Masse vom Gong selber. Ja, zum so. Glück haben wir da einen großen dran. Gell? So, das ist noch ein Platz frei. Echt, ist noch eine. Das eine ist ja schon wieder voll. Nee. So, und die Zündung, also die Dauerplus meine ich, vom Gong, kommt an den hier. Und gut, dass wir da einen großen rangemacht haben. So. Ne? So, Gong ist jetzt verlegt. Der muss dann später in eure Verkleidung hier rein. Die müssen wir aber eh noch ausschneiden. Deswegen können wir das jetzt gerade nicht mit zeigen. Jetzt haben wir hier das Kabel vom Bordcomputer kommen. Das kommt dann hier rein. Ne? So, jetzt wäre eigentlich alles verlegt. Wenn wir jetzt alles verlegt haben, können wir die Stecker mal draufstecken. Man soll es auch richtig rum draufstecken. Ne? Also das Schwarze muss dahin. So. Und jetzt alias Blau ist Weiß, kommt hier drauf. So. Jetzt erstmal zum Testen, ne? Ob er überhaupt geht. Was denkst du? Noch nie gesehen? Oh, oh. Kein Pixelfehler, aber die Birne ist kaputt. Ha! Check Control inaktiv! Der hatte Check Control. Aber der Birne hier ist im Arsch, da können wir mal. Ey, wenn es nur die eine ist, ich habe da noch im Tacho welche. Ja. Ah! Nee. Jetzt hat es sich gerade. Gedingst. Ah, dann können wir das kurz mal mit zeigen, die Check Control inaktiv machen. Ne? So, jetzt. Filmst du mich noch? Ja, ich bin gerade nur überglücklich, weil ich das Ding ungesehen gekauft habe. Also ich stecke mir das erstmal so hier rein. Sowohl ungesehen, ne, als auch ungetestet. So. Oh, geil. Den Preis kann mir keiner glauben. Okay, dann gleich mal die Check-Control. Machen wir erstmal Uhrzeit. Warte mal, gehen wir mal kurz was ein. Machen wir jetzt erstmal. Warte mal, sollen wir auf Set drücken? Nee, warte mal, hier war das so rum. Lange drücken. Uhrzeit einstellen. Machen wir mal. Heute ist der dritte, ne? 17 Uhr. Erstmal hier 0. Ach, das ist jetzt die Uhrzeit. Du kannst auf genau 17 Uhr einstellen. Ja, das weiß ich schon. Genau 17 Uhr. Set. 16:59, Alter. So, jetzt haben wir hier 0. Dritter. 8. Ne? 8.3. so rum. Set 2021, 22. So, jetzt Check Control, tun wir jetzt mal deaktivieren. 1010. 1010, hallo. Jetzt 1010. 1010. Oh, ich krieg die Motten mit sowas. Ich probier. Warte mal, nein, es geht schon. Musst jetzt du die gedrückt halten? Jetzt. Ja, du musst es bloß gleichzeitig erwischen. So, jetzt gehen wir erstmal 19 ein. Der hat bestimmt ein Logprofil. So, Set. Das ist sogar off. Wir können es ja mal zeigen, wenn es on ist, ne? Das ist on. So, jetzt gehen wir hier nochmal 19 ein. Jetzt ging es auf einmal. 19. Set. Jetzt ist on. Jetzt wollen wir es aber off schalten. Ne? Jetzt geht man hier. Ah, warte mal, wie war denn das? Das ist Set, glaube ich. Ja, genau. Jetzt gehen wir hier auf 11.
Ah ne, jetzt muss man die Quersumme vom Datum eingeben. Das ist jetzt 11. Ah doch, hat ja gepasst, ne? Habe 11 eingegeben. Passt schon. Also 3 plus 8 ist 11. Wer Mathe aufgepasst hat. Jetzt geben wir hier wieder 11 ein, weil das ist vom Check-Control die Geheimmenüfunktion. Hey, willst du mich verarschen? Ah, dann hat es nämlich das nicht geschnackelt. Warte mal, dann müssen wir nochmal auf 19 gehen. Set. Jetzt müssen wir hier 11 eingeben. 11. Set. Nochmal 11, weil wir müssen ja ins Geheimmenü 11. Jetzt passt. So, wir haben hier 00 stehen. Jetzt geben wir hier 04 ein. Welche Taste muss ich drücken? Die? Nee, Quatsch. Die hier. Müssen 4 eingeben, 04. Check-Control inaktiv, auf Set gehen. Jetzt ist hier euer Check-Control inaktiv. So. Jetzt haben wir das auch schon gleich gemacht. Jetzt werden wir Zündung anmachen. Ach so, weil mich jetzt auch bestimmt welche anschreiben. Ich mache die Zündung bei mir an. Es geht nur die Uhr an. Das bleibt immer so. Das ist original so. Ihr müsst da eine Taste drücken, dass ihr... Ha! Reichweite 77 Kilometer. Wir können mal den Tankinhalt gucken. Das ist Menüpunkt 7. 7. Ach komm, wir sind jetzt verarschen, Alter. Set. 9,3 Liter hast du noch, Tankinhalt. Geil. Ja. Ist okay, ich dachte, das wäre weniger. So, zum Schluss. Der Bordcomputer ist ein 6-Zylinder-Bordcomputer, müsste allerdings auf einen 4-Zylinder jetzt kodiert werden. Das machen wir im nächsten Zuge, da ich jetzt hier das nicht kodieren kann am Auto, weil an dem Auto noch eine Diagnose für den Tacho fehlt, weil wir hier einen Tacho verbaut haben, der ADS-Interface eine Unterstützung braucht, fehlt da jetzt die ADS-Leitung. Ihr guckt euch aber das Video von mir an, wo ich den Bordcomputer und das Tacho zusammen kodiert habe. Da habe ich erklärt, was ihr machen müsst. Dann müssen wir das hier jetzt nicht nochmal auslutschen. Ich verlinke es euch mal hier oder hier unten in der Videobeschreibung. Und da jetzt dieser Tacho noch kein Bordcomputer hinterlegt hat in der SA und der hat jetzt auch die Öltemperatur draufstehen. Wir haben hier eine Reichweite, wir haben hier noch keinen Verbrauch. Weil es gibt Leute, die sagen dann im Endeffekt, wenn sie in der Bordcomputer nachgerüstet haben, dass sie keinen Verbrauch angezeigt bekommen haben. Wir werden jetzt einfach mal das Auto starten, würde ich sagen. Jetzt zeigt er noch nichts an, ne? Müssen wir einen Meter vor zurückfahren. Hat die Tür offen lassen eigentlich. Also rein theoretisch müsste er jetzt 39,9 anzeigen, wenn ich jetzt ein bisschen fahre. Zack, da haben wir es doch schon. Das sind sogar 0,5, bist du sparsam gefahren. Ja, oder 5. Ja, genau, 39,5 und Reichweite ist 77. Wie gesagt, Verbrauch, er zeigt eigentlich alles an. Reichweite, Verbrauch und ja, Tankinhalt können wir noch mal gucken. Temperatur, Schweine, heiß. Wie gesagt, Tankinhalt ist 7. Ja. Das zeigt er jetzt uns an. Wie gesagt, Verbrauch haben wir 39,5. Verbrauch wird angezeigt. Reichweite wird angezeigt. Und somit ist das Ganze jetzt nachgerüstet. Im Tacho ist es noch nicht in der SA hinterlegt. Bordcomputer, somit weiß das Auto auch gerade gar nicht, laut Fahrzeugausstattungsliste, so heißt es in echt, dass dieser Bordcomputer vorhanden ist. Es funktioniert aber doch alles und das wollte ich euch einfach nur mal mit zeigen, dass das wirklich alles von Anhieb funktioniert und ja, viele haben auch das Problem, dass die Reichweite oder der Verbrauch nicht angezeigt wird. Wie gesagt, es hat nichts mit dem Tacho zu tun, dass es drin steht. In unserem Fall funktioniert es und das ist die Hauptsache. Dann, ja, wie gesagt, wenn das bei euch der Fall sein sollte, würde ich auf einen Verkabelungsfehler tippen. Alles andere macht in meinen Augen keinen Sinn.
Und ja. Ach so, und zum Schluss wollte ich noch sagen, den Kabelbaum haben wir selber gebaut. Und mein Kollege war dabei. Ich habe dafür, er hat auf die Uhr geschaut, ich habe da nicht auf die Uhr geschaut. Wir waren 2,5 Stunden für den Kabelbaum drüber. Ne? Also wisst ihr schon mal, wenn ihr euch das Ding selber baut, wie lange ihr da dann wisst ihr schon mal so lang. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, aber das kann ich, was ich sagen wollte. Zum Glück waren es doch 13 und nicht 3 Minuten. Das wäre wenigstens. Es waren schon 5. Wäre sportlich. So. Also wie gesagt, Kabelbäume. Wie gesagt, 2,5 Stunden waren wir jetzt drüber über den Kabelbaum. Ich baue die eh meistens selber. Ich versuche immer die Originalkabelfarben zu nehmen, dass man sich da etwas leichter tut. Ja. Aber ich sag mal so, wenn man so einen Kabelbaum sich bauen lässt, kann ich aus Erfahrung sagen, die sind nicht billig. Und die Kabelbäume sind bei mir alle gelötet, weil die Pins bei BMW kannst du gar nicht mehr bezahlen. Ich habe jetzt mal angefragt, für so Pins zum Krimpen für den Bordcomputer, da wärst du fast 80, 90 Euro los nur für die Pins. Und dann, wenn einer sagt, ich gebe dir 50 für einen Kabelbaum, dann sagst du, geh scheißen, aber lass mir mal Ruhe. So, da würde ich lange Runde. Was? Da würde ich einen Piep drüber setzen. Nö. Ach, okay. In dem Sinne, Leute, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Jetzt wisst ihr, was Bordcomputer technisch ihr nachrüsten müsst, wenn ihr nichts habt, außer eine Hartz-IV-Uhr. Ich sag dazu immer Hartz-IV-Uhr. Aber in dem Fall war, ja, der Kompakt hat eine andere Uhr. Genau. Wie gesagt, macht's gut, bis zum nächsten Mal und bis dahin, wir sehen uns. Ciao.